Tüdelüdü, tüdelüda und heute ist SimCity-Tag. Genau. Das hat sich sogar mal gereimt hier. Und geil. Fußball. Und Fußball, ja. Das werden wir gleich auch noch gucken nebenbei. Oh. Wir machen jetzt die letzte Folge und dann gehen wir zum Fußball gucken. So, wir hauen da ein Luxusdingen rein. Da ein Luxusdingen rein. Hier ein Luxusdingen rein. Und da. Auch noch. Und dann. Der Wahnsinn. Hier. Und hier. Und hier. So, Andi. Jetzt musst du mal rüberkommen, ne? Ich sag's dir, Alter, ey. Voll Luxus, Baby, ey. Ne? Da wird mir ja voll Kirsch bei, du. Apfeltasche? Apfeltasche. Jo. Donnerwetter, du. So geht das mit dir nicht weiter. Du alter Schlingel, du. Oh, jetzt aber Schluss hier, ey. Das ist ja ansteckend. Grauenhaft, ne? Grauenhaft. So, Leute, jetzt bin ich gespannt. Gänsehaut, jetzt reicht's ja mal. Kriegst du Gänsehaut? Wird dir wuschig ums Herz? Nicht ums Herz. Ihhh, Kopfkino, lass es. Schön haarig. Oh, Andi. Nee, jetzt ist gut. Also wirklich. Schluss. Aus. Ich komme mit leeren Taschen heim, hab mich aber köstlich amüsiert. Okay, so, jetzt ist Prozessorfabrik voll ausgebaut. Legierung im Verbrauch 30 Tonnen pro Tag. Prozessoren 6000. Herstellung am Tag. Und 3000 Plastik haue ich durch. Hier produziere ich 48 Tonnen Legierungen. Und hier 48 und 4800 Kisten Plastik. Also ich produziere auf jeden Fall genug. Jo. So, Leute. Lass kesseln jetzt hier die Prozessoren. Wir wollen so nichts. Respekt. Was ist? Nö, ich sag nur so. Respekt. Also, Respekt? Ja. Weil? Das ist Swimmingpool auf dem Dach hier der Luxushäuser und da will ich hin. Da will ich jetzt sein. Ajo. Wo du überall sein möchtest, ne? Und sogar Liegebänke, ja Gott. Das will Bäume ich auf dem Dach. Ein Räumer auf dem Dach? Ja. Oh, Hochhausmagnet. Unterhalb die 10 Gewerbegebäude der oberen Einkommensschicht mit dichter Dichte. Mit dichter Dichte? Das ist ein Dichter. Das ist nicht ganz dicht. Das ist nicht ganz dicht. So, was will denn hier die Universitäten? Ja, unsere Stadt hat eine herrliche Universität mit vielen ehrgeizigen jungen Studenten. Aus. Ist für die gesamte Region Let's Play Glablu 4 die Hochburg der Bildung. Ach, das ist eine Frau. Danke Ihnen. Hat die Stadt jetzt eine gewaltige Energiequelle, die wir mit der ganzen Region teilen können. Achten Sie nur darauf, dass immer Facharbeiter zur Verfügung stehen. Ich bin stolz auf das, was wir zusammen erschaffen haben. Pariserland steht eine große Zukunft bevor. Und wir verfügen über die notwendige Bildung, um unsere diese Zukunft zu stellen. Dankeschön, mein Name ist Batman. So. Ja. 600 Tonnen von 600 Tonnen Legierungen geliefert. Was hast du jetzt dafür bekommen? Bauprojekt Solaranlage, keine Ahnung, habe ich da was bekommen will? Oh, da sieht man ja sogar das Vorankommen, da steht schon so ein blaues Teil. Nö, bekommen habe ich jetzt so nichts. Ja, dann würde ich sagen, Schlappi, Odei. Grundfehlende Arbeit, sag mal, ist meine Industriegebäude kaputt? Kann das sein? Warum? Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 neue Industriegebäude gemacht, die doppelt so groß sind wie die vorherigen und ich habe jetzt immer noch 2400 Arbeitslose.
hat sich nichts geändert, trotz dass die Gebäude von sich verdoppelt haben bei der Größe. Vielleicht ein bisschen länger warten. Ja, wahrscheinlich, die müssen erst zur Arbeit kommen, ne? Genau, die müssen da doch erst einmal sich vorstellen und sowas an, die sonst, ja, wird's doch nichts. Ja. Geschlossen ist, werden Mitarbeiter gebraucht. Geschlossen ist, werden Mitarbeiter gebraucht. Geschlossen ist, werden Mitarbeiter gebraucht. Das erklärt einiges. Jo. Sind die Gebäude noch gar nicht fertig gewesen? Ja. Ich muss die Prozessoren schon wieder stoppen. Ich bin gleich pleite. Ja, warte mal, dann kann ich ja jetzt Weltmarkt, Lieferung, Legierung exportieren. Genau, kannst ein bisschen Geld verdienen gehen. Genau. Eine Million habe ich ja noch. Jo. Oh, dann kann ich wieder ein bisschen schöffeln und dann kann ich. Ja, es geht ja jetzt. Dings fertig ist. Ja, Plastik muss er ja jetzt noch schicken, ne? Genau, das läuft ja. Ja. Habe ich da jetzt schon hingeschickt? Plastik, 13.000. Oh Leute, wir waren jetzt schon lange nicht mehr drüben bei Andi. Der hat ja auch einiges geändert. Ich bin sofort da. Ein Augenblick. Da haut er einfach ab. Guck. Läuft aus seinem Zimmer raus, in den Flur. Macht die Haustür auf und läuft weg. Und das sind nur in Boxershorts. Also so geht das mit dir nicht weiter. Also ja, 38.000 Plastik. Sieht auch ganz gut aus. Zu verkaufen. Boom. Ich will das nicht mehr, dass man das immer hört, wenn ich mir was anmache. Du musst so ein separates Audioprogramm aktivieren und das dann im Filter ausschneiden. Dann kannst du das ruhig machen und man hört es nicht. Ja, so weit kommt es auch noch. Dann drehe ich mich ein bisschen weg, mache dann mein Zippo an und dann passt das schon. Oder so, genau. Also. Ja, Leute, bei Andi sieht's echt beeindruckend aus. Verdammt viele Hochhäuser. Auf jeden Fall, ja. Verdammt viele Hochhäuser. Ja, er muss jetzt nur noch seinen Mittelbereich, seinen unteren Bereich langsam ausrotten lassen. Oder den unteren Stand auf Mittelstand updaten. Ja, genau. Alles so langsam nach und nach updaten. Viel Industrie hast du echt. Also leck mich am Arsch, Alter. So viel hab ich nicht. Ja, das habe ich jetzt, die untere ganz unten, da wo ganz am Rand ist. Ja, ja, da steht. Die waren da vorher alle nicht. Waren alle sehr klein nur. Ja, die können ja noch ein größer werden. Die sind natürlich auch noch sehr unzufrieden in dem Sinne. Ja. Geschlossen hier werden Mitarbeiter gebraucht. Ja, die suchen alle noch die Mitarbeiter. Die sind natürlich jetzt alle am Einstellungsgespräche machen und das dauert, Andi. Wahrscheinlich, das denke ich auch. Ja, also ich habe jetzt nur noch 1600 Arbeitslose und das sinkt. Aber du bist trotzdem nicht kein schlechter Bürgermeister. Du bist 80% Zufriedenheit. Wenn du deine Industrie jetzt wieder nach oben kriegst, dann kommst du auf 85%. Locker, ja. Nur deine Industrie ist übelst unzufrieden. Gewerbegebiet, obere Einkommensschicht sollst du mal gucken und untere. Wir könnten Fachlieferungen gebrauchen, ja. Das ändert ja durch die Industrie halt, ne? Genau, also du wirst dann gleich alle Probleme auf einmal beseitigen. Wenn das beseitigt ist, behebst du die anderen auch. Absolut. Was ich aber auch interessant finde an diesem Patch. Also ich finde diesen Patch, dass die Industrie abhängig ist vom, oder das Gewerbegebiet abhängig ist von der Industrie, finde ich richtig. So soll es ja auch sein. Wenn du Industrie gebaut hast, genau. Genau. Wenn nicht, dann holen sie sich das von außerhalb. Über die Handelsdepot. Über das Handelsdepot. Aber das ist ja auch dann okay. Aber wenn ich Industrie baue, will ich auch, dass sie mit integriert wird. Weil früher war es ja nur deine Einnahmequelle. Mehr nicht. Ja. Also ich bin damit vollkommen zufrieden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, so. Ich finde das absolut super. Weil so kommt ein bisschen mehr Wirtschaftsspiel hinein. Ja. Und für alle SimCity-Freunde, ich glaube, kommt sowieso bald für euch ein schönes Let's Play. Ja. Oder meinst du nicht, dass das die SimCity-Leute mögen werden? Doch, das kann ich mir gut vorstellen, dass sie das gut finden würden. Also es wird auf jeden Fall ein Megaprojekt. Also wir können schon mal sagen, wir haben schon 5 Stunden aufgenommen, ne? 5? Ja, mehr. Ja, mehr sogar schon. Wobei, ich weiß schon, ja. Ja, und der Andi nimmt das in dem Sinne auf, aber wir sind zusammen. Also es ist wieder ein Spiel zusammen, wie halt Wirtschaftsspiele halt sind. Ja. Ist das ein Wirtschaftsspiel? Kann man da Wirtschaftsspiel zu sagen?
Ah, ich will das jetzt nicht anders ausdrücken, sonst wissen sie es. Naja, das ist ein Ego-Shooter. Naja. Ist ein Ego-Shooter, also. Ist ein Ego-Shooter, ne? Nein, für die SimCity-Freunde wird es mit Sicherheit was Schönes sein. Ego-Shooter halt. Ein Ego-Shooter. Oh, ich habe kein Öl mehr. Ja, wenn du das Wort ein bisschen anders deutest, dann passt das mit Ego-Shooter eigentlich sogar. Ja, gut, aber es passt für die SimCity-Leute auf jeden Fall. Ja. Es wird ein längeres Projekt werden und wir haben uns überlegt, wir nehmen das erstmal im Voraus auf, da ja, man kann sagen, in einer Woche der Spielemarkt explodiert wieder mal. Genau, und so ein bisschen zu Hinterhalt. Genau, wo ich mich ja auch schon drüber aufgeregt habe in Euro Truck Simulator, dass man im Monat 9 sich noch die Eier feilt, ja, wo es draußen schon kalt ist. Und warum fangen sie nicht Anfang Monat 9 schon an und hauen Spiele raus? Ja. Ja, also Assassin's Creed zum Beispiel hätte jetzt schon kommen können. Oder Battlefield als Beispiel. Muss Battlefield immer Ende Monat 9 kommen? Immer. Mit der Beta. Und immer Monat 10, also Anfang Monat 11, kommt dann das richtige Battlefield. Also kann ich nicht nachvollziehen. Viel zu spät. Aber die wollen halt alle das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Ja, klar. Das ist halt der springende Punkt. Aber wir haben die Zeit langsam laufen, Leute. Warum sagt denn das keiner? So. So, ja, sagt meine Müllabfuhr. Ja, genau, da wollte ich. Was sagt die eigentlich bei dir? Da gucke ich jetzt. Ich habe jetzt 30 Recyclingwagen geschickt. Ja, immer noch 23.000 Werkstoffbehälter. 12.177 von 23.000. Das ist heftig. Aber wie gesagt, ich habe alle Recyclingwagen geschickt, die ich habe. 30 ja, meine Stück. Recyclingsproduktion steht auch schon wieder. Die arbeiten nur von 7 bis 15 Uhr. Schluss. Ja. Die müssten 24 Stunden am Tag arbeiten, um das zu schaffen. Aber bei mir ist 21 Uhr und die arbeiten, weil sie noch Werkstoff haben. Ne, ich habe ja noch Werkstoffe, aber die arbeiten bei mir nicht. So, jetzt habe ich 0 von 200, von 22.560. Jetzt ist der neue Tag angefangen, 6 Uhr. Und jetzt kommen sie, jetzt geht's ab. So, jetzt ist es 6 Uhr, 6.30 Uhr und schon 136 leer. Also, die hauen richtig rein. Ich will mich ja nicht beschweren. Na, sie schaffen ja. Mal gucken, ob du vielleicht ein paar Wagen von mir siehst. Ja, sehe ich. Da ich dir was geschickt habe. Doch, die sehe ich. Also die siehst du auch sogar, Recycler. Ja, jetzt noch nicht. Aber die sind gleich auf dem Weg. Es kommen auch, es steht auch drauf, 30 bereitgestellte Fachfahrzeuge. Ja. Aber die machen ja halt erst deine Region und dann kommen sie. Das ist ja immer so. Ja, guck mal, ich habe jetzt eine Stunde, ist jetzt rum, 2570 schon leer. 2700, 3200, 3500. Ja, dann können die wahrscheinlich nicht genug leer machen, oder? Ja, die Recycling-Center schaffen es nicht. Ja. Ne, weil die sind voll. Genau. Aber mehr wie produzieren kann ich nicht, Andi. Und voll ausgebaut ist es. Also daher, abwarten. Mehr kann man einfach dazu nicht sagen. Ja, und meine Prozessoren werden jetzt zum Beispiel auch gerade nicht abgeholt. Das gibt mir auch gerade derbst auf die Nüsse, wenn ich ganz ehrlich bin. Es liegen 2000 auf Lager. Aber gut, das wird gleich schon kommen. Ja. Ja, Leute. Es gibt eigentlich zurzeit auch nicht viel zu meckern über dieses Spiel. Ich werde das jetzt probieren. Hier sind, Andi könnte mal rüberkommen, kann er sich das angucken, wie viele Hochhäuser wir jetzt hier haben. Haben jetzt auch nur noch 73.000 Einwohner, 74.000, jetzt nur noch 70.000. Das ist zwar noch wenig. Ja, aber ich verdiene gut Kohle. Naja, das, wenn das passt, dann ist es ja egal. Dann reichen noch 5 mehr Einwohner. Genau, aber die Stadt sieht geil aus. Also ich habe echt nur Hochhäuser. Außer die Häuser, die sich noch nicht geupdatet haben. Aber gut, da kann ich ja nicht zu. Das dauert halt. Ja, das updatet sich auch bald. Also, da erhöht sich die Dichte nicht, weil hier ist die Autobahn. Das ist klar. Manche Häuser können sich halt nicht updaten. Da auch nicht, wegen der Dichte. Das wird sich auch bald updaten.
Ja, Leute, die nächsten Häuser kommen bald. Das updatet sich nicht. Warum geht das nicht höher? Hier steht doch direkt das Ding daneben. Da müssen wir uns doch erstmal hier unseren Markt, unseren Grundstückspreis angucken. Das ist doch total dunkel. Sonst hauen wir doch hier nochmal so ein dahin. Und jetzt mal gucken, was jetzt passiert. Ja, jetzt ist das Teil gestiegen auf jeden Fall. Jetzt warten wir mal. Okay, meine Müllerfuhr hat Schwierigkeiten bei dir anzukommen, wa? Ich gucke mal. Ich bin gerade bei dir, ich sehe meine Müllerfuhr, aber die stecken alle in einem Stau fest. Genau, die stecken jetzt alle im Stau. Kommen sie langsam. Der erste ist jetzt da bei mir. Genau. Ja, das dauert halt, bis die da sind. Da oben fahren aber schon welche. Ja, sind insgesamt 30 Stück, die rüberkommen eigentlich. Ja. Ja, da staut natürlich auch, ne? Ja. 30 LKWs ist nicht wenig. Ne. Das muss man eindeutig sagen. Ja, ich habe jetzt schon, es ist jetzt 12:30 und 9.500 sind leer. Also, normalerweise, ja, es ist gleich Schluss. Ja, die kommen wieder auf 12.000 bis 13.000. Ja. Irgendwie sehe ich ja auch nicht mehr, weil anscheinend zählt, weiß nicht, was er zählt hier, aber... Keine Ahnung, sie brettern auf jeden Fall Häuser ab, bis der Arzt kommt. Ja, und mein Recycling-Center ist jetzt nicht voll. Ja, es ist, das eine hat 13,3 Tonnen drin, das andere 12 Tonnen. Ja. Also das ist nichts. Ja, jetzt wurde gerade abgelernt, jetzt habe ich wieder in dem einen 14 Tonnen, in dem anderen 17,3. Aber es arbeitet die ganze Zeit. Ja, und von meiner Ansicht ist das jetzt gleich das ganze Wertstoffeimer sind alle weg. Woran siehst du das? Ja, ich habe die Karte offen. Müllkarte. Ist doch ein Gebäude, was grün ist. Wupp, in weg. Ansicht. Ja, aber das ist ja die Müllkarte, nicht die Recyclingkarte. Recycling ist grün, 150, und Müll ist grau. 135, da sind 20, da sind 20. Stimmt, nur das sind ein paar Häuser. Alles ist weg bei mir jetzt. Ja, bei das sind 11.144. Das scheint wohl ein Bug zu sein. Das kann nicht verdoppelt sein. Das sind nicht 22.500, sondern 11.144. Eimer hast du nur in deiner Stadt. Ja, jetzt sind auch 150. Und da ist noch einmal 6,8 Recycling-Eimer. Ja, dann ist gleich alles weg. Dann ist gleich alles weg. Dann ist das ein Anzeige-Bug. Dann ist das ein Anzeige-Bug. Dann zieh mal welche zurück. Ja. Weil das verursacht ja auch Stau. Sonst nehmen sie dir alles weg. Musst du da nochmal, ich mach die jetzt nochmal komplett weg. Weil so wie es aussah, dann haben deine das alle geschafft. Ja, ich habe jetzt noch einen mit 150 Riss. Ja, jetzt ist weg. Das war's. Ja. Nichts komplett. Mehr grün. Das war's. Die Stadt ist leergefegt. Ja, deine fahren jetzt auch alle weg. Ja. Ja, zieh sie mal alle zurück. Zieh erstmal alle zurück und dann gucken wir genau mal. Genau, 11.144 Dinger. Was hast du leer gemacht? Ja, ich habe das genau dasselbe gehabt. 11.144. Nee, auf deiner Stadt jetzt musst du jetzt mehr Werkstoffe leer gemacht haben, wie unten steht. Ach so. Nö. Ja, nö. 10.551 von 10.551. Weil, wenn ich welche zu dir geschickt habe, war das nämlich immer so. Ja. Das ist jetzt auch komisch. So, Leute, wir sagen auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Genau. Ja, wenn es euch gefallen hat bei SimCity, Leute, macht die Daumen hoch. Ich spiele nicht mehr viele SimCity. Dafür könnten wir vielleicht ein paar neue Zuschauer bekommen. Würde uns sehr helfen. Ja, lasst euch überraschen, was vielleicht irgendwann als Projekt gestartet wird. Denkt daran, jeden Sonntag bei Twitch kommt Star Wars. Wir werden das immer bei Facebook oder bei Facebook, Twitter und bei YouTube als Feed schreiben. Jeden Sonntag, wann wir online gehen. Genau. Ist klar, dass dem ersten Tag da nicht Millionen von Leute zuschauen. Auch beim zweiten vielleicht nicht. Aber irgendwann müsste sich das ja ein bisschen rumsprechen. Genau. Und das kommt davon alleine, denke ich. Genau, wir werden uns vielleicht auch mal ein paar Tage setzen, wo wir sagen, okay, wir gehen dann um die Uhrzeit noch Metal of Horner spielen. Vielleicht zeigen wir auch mal im Livestream SimCity, wo wir euch dann mal einladen. Das ist eigentlich mal was ich mir eigentlich
ja wünschen würde. Ja. Dass man mal online geht, in SimCity eine neue Welt startet, die nichts mit dem Let's Play zu tun hat. Und dann euch einfach alle einladet, mal oben im Chat schreiben, mal ein bisschen Spaß haben. Das wäre eigentlich mal das, was wir geil finden würden. Ja, absolut. Leute, bis zum nächsten Mal. Bei mir ist das ganze Lager voll mit Plastik und allen Schnick und Schnack. Ja, ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt SimCity. Natürlich weiterhin mit Spawny. Genau. Und meine Wenigkeit. Ja, bis zur nächsten Runde. Tschüss. Tschüss.